So, hätte ich lieber sowas, glaube ich, wo man was draufstellen kann, tatsächlich. Kann man nicht. Müsste ein tiefer sein. Doch, kann man. Nee, ist genau richtig. Okay. Aber da jetzt nochmal so eine Vase drauf. Nee, ich kann nicht über Vasen drauf machen. Das geht nicht. Vasenline. So, mal gucken. Ist denn überhaupt noch jemand wach in der Pimps-Aufnahme? Ich hoffe, du baust. Was war dein Lieblingsschulfach? Deutsch. Tja, da kommen gerade keine Fragen und Themen mehr rum. Ich glaube, die Leute haben resigniert und aufgegeben. Wegen dem ewigen... Ja, ich fange wieder an. Ja, ich höre wieder auf. Ja, ich fange wieder an. Ja, ich höre wieder auf. Das war... Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich bin selber gestraft. Bis jetzt läuft's immerhin noch. Wann kommt das nächste Horror-LP? Das kommt natürlich nicht vor den Bahamas, weil wir fliegen ja schon heute Nacht. So, Netherwarzen möchte ich nicht mitnehmen. Die möchte ich einfach nur in eine andere Kiste packen. Ich weiß nicht warum. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir dort draufpacken könnten? Ich fände es schöner, wenn man die Objekte auch alle mal irgendwo hin tun kann. Diese ganzen Objekte, die man sonst nur hinschmeißt, dass man die einfach mit Rechtsklick auf Oberflächen tun kann und die fest bleiben. Das würde so vieles, da kann man hier zum Beispiel aus dem Lapis-Lazuli-Schüsseln, kann man hier zum Beispiel, aber da brauchst du ja 3D-Objekte eigentlich. Da könntest du hier zum Beispiel dann einfach mal eine Schüssel Blaubeeren zaubern, so, weißt du, das ist ja der Fantasie überlassen, was das dann wirklich ist. So, jetzt habe ich hier nur die Küche, aber sonst nichts, ne? Da können wir eigentlich nochmal so einen Tisch hinmachen oder so einen Esstisch oder sowas. Wir haben noch 9 Stelzen. So, mache ich da echt so einen Riesen-Esstisch dran? Vor allen Dingen, doch, Stühle passen da dran, aber man kommt nur hier in der Mitte durch. Beziehungsweise, wenn man da jetzt Stühle dran macht, kommt man gar nicht mehr durch. Blöd, müsste ich wieder einzelne Esstische machen. Oder eben einen sehr großen, oder eben... Naja, Zweierbreite, müsste ich... Ja, dann wäre hier wieder, kommt man da wieder nicht durch. Das ist ein bisschen doof. Von den hellen Dingern habe ich natürlich nichts mehr. Huch. So, dann gucke ich mal ganz kurz, wie das ist, wenn ich dann hier mal so... Ist nicht zu nah dran, ne? Da kann man... Ja, jetzt habe ich alles genau im Blick. So... Eigentlich können wir die auch genau dahinter machen. Aber ich glaube, dann sehe ich es zu eingerückt aus. Du siehst auch zu eingerückt. Ja, komm. So, das Doof ist, hier würde ich auch gerne einen Tisch hinmachen, aber dann kann ich da... das ist so ein bisschen doof. So, ein bisschen Platz zum Klo lasse ich auf jeden Fall noch. Natürlich. Nee, ein bisschen Platz zum Klo muss noch sein, sonst, Alter, ganz ehrlich, das stinkt doch. Stinkt! Oder? So, mal gucken, ob das funktioniert. Naja, nicht wirklich. Dann hat man da einen Zweiertisch, was natürlich ganz famos ist. Aber da passt dann gar keiner mehr hin. Ist auch mal interessant so, ne? Da könnte man einen interessanten Bockwall machen, wenn man das so durchzieht.
Da müsste ich noch einen weiter nach links machen, damit das die Klotür so beengt. Andererseits finde ich den eigentlich... Ach Mann, ey, das ist schwierig. Oder ich mache aber Mittelgang. Ach Mann, ey, ich weiß nicht genau. Entweder ich reiß das hier weg, dann baue ich hier alles an die Glaswand, dann haben wir hier einen Mittelgang, der zum Klo führt letzten Endes. Das ginge natürlich auch. Das können wir gerade mal probieren. Das ist gar nicht mal so einfach, sich hier richtig zu entscheiden. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Zwei. Und wir machen da so ein Zweier-Ding. Oder wir machen hier ein Zweier-Ding. So, und dann machen wir quasi hier ein Einer-Ding und dann noch ein Einer-Ding. Dann würde das gehen. Wir wohnen hier alleine. Warum baue ich hier so eine Cafeteria hin? Ich habe keine Ahnung. So. Nö, dann kann man hier so sitzen, lalalala. Und dann, oder man kann da so sitzen, lalalala. Natürlich kommen da jetzt noch Tischplatten drauf. Aus Holz, ne? Oder? Doch, aus Holz. Da müssen wir hier nicht noch Stein reinbringen. Achso, ich muss dann da hin. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Druckplatten. Ich stehe unter so einem Druck. So, das kommt genau hin. Zack. Und dann, huch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann haben wir hier eine Art kleines Café. Ich weiß gar nicht warum. Schön geräumig. Sieht so ein bisschen aus wie eine Raststätte eigentlich eher. Eine geräumige Raststätte natürlich. So. Das geht. Und eigentlich, pass mal auf. Ich mach das mal so. Den Lehm habe ich auch wieder mitgenommen, ne? Genau. Ich mache das mal so, ich hänge die Fackel wieder hier drüber. An das kleine Örtchen und das Schild hänge ich mal hier hin. Neben die Tür, dann haben wir da noch ein bisschen Abwechslung und man weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Nämlich, das ist das Zeichen für Intersex-Klo. So. Wie bist du eigentlich, die Jenny fragt gerade, wie bist du eigentlich mit der ersten Person, die jemals an der Haustür geklingelt hat, umgegangen? Jetzt an meiner privaten Haustür, das war nicht schwer. Ich habe wahrscheinlich guten Tag gesagt und entweder war es ein Paketbote oder ein Brieftyp oder sonst irgendwas. Der erste Typ, der jemals an meiner Haustür geklingelt hat, das lag ja jetzt nicht daran, dass ich Let's Plays mache, sondern einfach, dass ich irgendwo wohne und der irgendwas wollte. So, hier brauche ich auf jeden Fall dann gleich noch Glowstones. Ich mach mal da eine Fackel in die Ecke. Dann haben wir das Umfeld auch ein bisschen beleuchtet. Ist ja auch ganz schön eigentlich, so indirekt. Wo kommt die Kuh her? Fleisch! Entschuldigung, Emma. Ich muss ja ein bisschen rigoroser sein wegen meinem Fleischvorrat. So, sieht von hier tatsächlich aus wie so ein Café. So ein kleines, verschlafenes. Ist egal, lass ich einfach so. Ist zwar unser Privathäuschen, aber was soll's, merkt ja keiner. So, hier haben wir noch einen lustigen Esel. Ja, ich kann das gerade gar nicht, weil ich noch ein bisschen heiser bin. Hier hätten wir noch irgendwie... Ich will immer irgendwas da hinstellen. Da so, aber irgendwie... Ob ich da jetzt tatsächlich nochmal einen Zeppling hinsetzen soll? Oder lasse ich das einfach so, als wäre es drüber gewachsen? Ah, die Büsche habe ich schon abgelegt, obwohl ich die eigentlich noch brauche. So. Alex geht schlafen. Da weiß man nicht, ob man sagen soll, schlaf gut, liebe Alex oder lieber Alex. Alex ist so ein Unisex. Da haben wir es ja schon wieder. Unisex-Name. Juhu. Okay, das haben wir soweit fertig. Da haben wir ein kleines Kaffeechen. Puppechen. Hier kann auch noch irgendwas rein, vielleicht eine Blume.
weiß nicht, was man da... Das bin ich überfragt, was man da noch so hinstellen kann. Na toll, hier hat irgendjemand mein Feld kaputt gemacht. Da hinten auch. Da bedanke ich mich ja ganz höflichst. Was warst du? Oder war es die Katze? Ich hasse diese Katze. So, da haben wir jetzt quasi. Da möchte ich mal gerne probieren. Wenn ich jetzt hier durchschlage, bleibt das hier, ne? So, dann schwimme ich mal nach unten. Ach ja, das war vielleicht ein bisschen zu früh mit dem Durchschlagen. So, wäre da praktischer gewesen. Ich muss mal ganz kurz jetzt wieder hochtauchen. Ach so. Hab mich schon gewundert, warum das nicht aufhört. Machen wir erstmal mit Erde. So, dann haben wir da nämlich automatisch eine Befüllung für unten. Ich hoffe, das kommt hin. Jetzt, das war natürlich jetzt nicht geplant oder sowas, ne? Das war jetzt nicht von Anfang an so genau. Ach, dahin kommt das. Ich mache hier nochmal ganz kurz dicht und dann mach sie wieder auf. Damit dieser Überhang da weg ist. So, dann wird quasi nur noch hier befüllt. Und das gleiche wäre natürlich schön, wenn das auf der anderen Seite zufällig auch irgendwie sitzen würde. Da würde ich mich freuen, aber hier... Ah, es sitzt sogar. Aber nicht wirklich ganz symmetrisch, muss man sagen. So, naja, das geht schon. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Glaubst du, dass ihr jemals ein Community-Treffen machen werdet? Ein offizielles dürfen wir leider nicht machen. Das liegt einfach daran... Also die Idee war natürlich schon mehr als einmal da. LPT XXL war ja im Grunde genommen sowas. Ich meine, 4000 Leute sind ja nicht gerade wenig. Und das nächste LPT XXL wird wahrscheinlich noch eine Spur größer, wenn wir es dann irgendwie ermöglichen können. Und jedenfalls, wir können nicht einfach so irgendwo sagen, hey komm, wir treffen uns alle da und da oder in Köln oder sonst irgendwas. Weil... Dann kriegen wir nämlich Stress mit der Polizei, wenn das zu viele Leute sind. Weißt du, wenn das 10 sind, 20, okay, das geht ja alles noch. Aber wenn dann wirklich 100, 200 Leute kommen, dann muss man sowas anmelden und durchboxen, ob man das überhaupt darf. Da oben hätte ich gerne ein Schloss. Ach man, das wäre schön. Naja, ein Fahrradschloss. So. Hier ist jetzt eigentlich... Guck mal ganz kurz nach, Esel. Ja, ist ja gut. Und dann guck ich mal, drei werden wahrscheinlich... Ach doch, reichen gerade so. Ich weiß nicht warum, einfach nur, weil es da gerade war. Und dann haben wir hier so einen kleinen, naja, so einen kleinen Überhang oder was auch immer. Hier würde ich gerne noch Blumen hinmachen aufs Fensterbrett, aber wir haben ja eh schon Blumen. Es sei denn natürlich, ich mache dann... Aber wir haben eh schon eine Blume in der Küche. Ein Fensterbrett haben wir ja vorne am Haus. Tja, jetzt lass mich mal überlegen. Ich bin ehrlich gesagt, von den Feldern bin ich immer noch nicht so wirklich überzeugt. Ich glaube, da würde ich lieber was anderes hinmachen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Raststättencafé. Das haben wir jetzt eingebaut, samt Toilette. Ich hätte aber gerne noch ein anderes Bad, was ein bisschen... Ich hätte gerne ein luxuriös... Ich weiß nicht warum, aber ich hätte gerne einfach mal ein Badezimmer, weil ich es noch nie gebaut habe, irgendwie so richtig. Ich weiß allerdings auch noch nicht genau, wohin. Hier wäre toll natürlich, um auch irgendwie weiterzubauen oder irgendwas noch weiterzutreiben und so weiter und so fort. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Was ist denn das? Eine Nacktschnecke? Okay, funktioniert nicht. Es
tut mir echt leid. Ich glaube, ich mache das wieder weg mit den Feldern, mit den Indoor-Feldern. Die mache ich vielleicht noch, aber nicht auf diese Art und Weise. Also nicht hier und nicht so. Das tut mir wirklich leid. Die gefallen mir einfach nicht. Und ich kann die nicht einfach lassen, nur weil wir sie gemacht haben. Das tut mir sehr leid. Da muss ich einfach, das geht nicht anders. So, wir ernten natürlich brav ab. Aber ich glaube, das werde ich auf keinen Fall so machen. Hatte ich eine schöne fixe Idee, aber die war dann nicht so geil. Genau wie das gerade eben. Wie gezielt das Wasser da einfach hinfließt. Die kleine Drecksau. So, ich glaube, da mache ich hier lieber normale Räume hin. Anstatt hier einfach so ein riesen Gewächshaus oder sonst irgendwas. Und die Felder mache ich dann wahrscheinlich wieder draußen. Ich muss sie nicht drin haben. Ne, Schaf? So sieht's doch aus, oder? So, da haben wir jetzt die Küche. Küche, wenn man durchguckt, okay. Hey, 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 bin ein bisschen müde, bin schon lange auf den Beinen. So soll's seinen. Huch, achso. So, ich kann hier eigentlich alles nochmal rausruppen und dann überlegen wir uns mal, was wir hier hinmachen. Welch formidables Wohnprinzip dem unterliegen wird. Und ich bin sicher, dann wird sich das bald auch mit den Treppen lösen vorne im Vorraum und so weiter und so fort. Da werden wir schon was Schönes hinkriegen. Daran zweifle ich mitnichten. So. Mitnichten konnten die Neffen stets gut umgehen. Boah, ist voll einschläfern, wenn ich das gerade mache. So, la 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 la, alles weg, 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 alles weg. Ach, verdammt, Lintu. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, frisch. La 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 la. So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt hier hin? Jetzt können wir ja quasi... Hier haben wir dann ja ein bisschen mit Weiß gebaut, ein bisschen abwechslungsreicher sozusagen. Wenn wir jetzt da rauskommen, den Zaun, kann ich natürlich wegmachen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder vergrößere ich den Indoor-Garten oder ich lasse den einfach auf dieser Größe und der ist groß genug. Ich glaube, das reicht auch. Und dann ziehe ich hier einfach eine Wand hin, beziehungsweise ich würde eine Wand hinziehen, wenn ich genug Holz hätte. Dazu schmeiße ich aber erstmal ganz kurz die Erde ins Lager. Oh, meine Augen sind so trocken gerade. Liegt bestimmt an der Müdigkeit. RD, so. Das war ja wieder schlau. So, komm, 38 nehmen wir nochmal raus. Benjamin, du kleiner Elefant.